Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Uncharted 1, Drakes Schicksal. Ja. Okay, das zum Thema Schleichen. Ja, wir haben im letzten Part, was ist für ein Vision gehört gewesen? Wir haben im letzten Part die geheime Empore in dem Kloster gefunden. Und ja, blöderweise haben wir herausgefunden, dass die falsche Fährte, die Sully, Navarro und so weiter gegeben hat, leider genau das Richtige war. Dementsprechend, ja, wir müssen jetzt ins Mausoleum rein. Wir müssen die kurzen, guten Leute hier unten mal kurz ein bisschen ausschalten. Und Sully möchte ein Ablenkungsmanöver starten. Beziehungsweise hat er soweit schon. Damit Navarro und, der ist der gute noch. Roman nicht mehr da sind und das sind sie ja nicht mehr zum Glück. Kurz ein bisschen warten. Wieso hast du die Deckung verlassen? Hör auf. Okay. Noch nicht noch einer. Ach die, du, geh mal weg, bitte. Oh Gott, oh Gott. Oh. Das ist nicht mehr. Hallo, 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 hallo. Kann ich mal bitte treffen, Alter? Alter, war das knapp. Wie ich einfach wirklich 50 Mal daneben geschossen habe. Hilfe. Alter. Warte, ich hole mir das Präzisionsgewehr. In Ordnung. Ich habe nicht getroffen. Jetzt schon. Kommen Sie her. Meine Herren. Das hilft dir nicht. Wer hat das gerade gesagt? Wo ist denn der andere? Ah, da. So, weg ist er. Dann hole ich meine M4 wieder. Weil die ist schöner und toller und besser. Aua, hallo. Headshot. Oh. Ich die Granatenwerfertypen hasse einfach nur, ne? Ich hasse sie einfach nur so sehr. Was ist denn der? Hallo? Entschuldigen Sie? Wo sind Sie? Was ist denn der? Ist er das? Ich sehe halt natürlich nicht, woher die Granaten kommen. Wo sind sie? Compadre. Oh Gottes Willen. Da hinten? Es geht los. Zwei. Bitte was? Da ist er. Sehen. Dass der mich. Also, das ist ja unfassbar. Was hat er denn bitte für einen Granatenwerfer, Alter? Was hat das denn für einen. Was hat der denn für einen Druck drin? Dass er bis hier hinkommt mit den Granaten. Die Musik hat noch nicht aufgehört, also bleibe ich vorsichtig. Okay, sie hat aufgehört. Liegt hier noch irgendwas rum? So ein Schätzchen oder so? Nee. Dann gehen wir jetzt mal wieder in Richtung Mausoleum. Ach, never mind, da kommen noch mehr. Na kommt. Ich laufe jetzt nicht zu euch hoch, oder was? Hä? Oh Gottes Willen. Runter.
So. Wenn jetzt da oben durch die Scheiß... Entschuldigung. Haben sie noch alle? Wieso treffe ich dich nicht? Oh, weil du das, weil das Leiche war. Ich habe gar nicht den richtigen Typen angeschossen. Hupsala. Ja. Ich hab's gewusst. Ich hab das wirklich befürchtet, dass die da oben durch den scheiß Zaun schießen. Genau, das tun sie auch. Eliminierungen, yay! 50 Stück, wundervoll. Ach, mit unserer 9mm. Beautiful. Okay, jetzt ist Ruhe. Das ist schön. Ich lade trotzdem mal kurz alles nach. Gut, MP4 haben wir nicht benutzt. Hier liegen nur Schrotflinten rum und eine Desert. Nichts Interessantes. Dann gehen wir weiter. Und gehen zum Mausoleum. Hey. Hey. Ich wusste, hallo. Und was jetzt? Ich weiß nicht. Das überlege ich mir noch. Aber hier sind wir auf jeden Fall richtig. Moment mal. Es hat etwas mit diesen Symbolen zu tun. Wollen wir mal schauen. Gut, dass er immer die richtigen Sachen direkt aufschlägt. Okay, Kelch, Pfeil, Anker, Buch, Muschel, Schlange, Krone. Oh Mann, Roman und Navarro haben hier wirklich Chaos angerichtet. Ach, müssen wir einfach nur die richtigen Zeichen einstellen, oder was? Ist das das Ziel? Nein, das ist nicht. Wir müssen die Dinger richtig rumdrehen. Aber inwieweit müssen wir die denn richtig... Sicher, dass wir hier richtig sind? Anker, Pfeile, Krone, Kelch, nochmal Krone, Schlange und Muschel. War das mit dieser... Ist irgendwas vom Boden? Nee. War das mit der anderen Krone? Ist das irgendwie... Anker. Darf ich mal bitte... Sally? Sally, darf ich? Danke. Buch. Warum habe ich mich gerade vertan? Gibt es nur eine Krone? Nee, es gibt mehrere Kronen, oder? Ja, es sind... Nee, es gibt nur eine Krone. Ich bin dumm. Ups. Aber inwieweit... Also die Muschel ist halt nach unten gedreht auf dem Bild. Aber ansonsten... Drehen wir die halben um, ne? So. Mehr kann ich halt gerade nicht machen. Die Schlange. Ach doch. Okay, never mind. Die Schlange muss nach links. Krone muss ganz normal nach oben zeigen. Tut sie auch. Der Kelch. Muss ich mir ganz kurz anschauen. Wie rum ist der denn? Ist der richtig rum? Ja, ist er. Okay, das Buch. Ja, das ist natürlich mies. Wie rum ist denn das?
rate mal, dass das so rum muss. Der Anker ist richtig rum. Ich kann auch sagen, dass ich was komplett Falsches gerade mache, aber die Pfeile müssen auch noch andersrum. So. Dann drehe ich das Buch doch nochmal wieder um. Ah, okay. Ja, beim Buch war ich mir nicht sicher, weil das ist ja, sieht ja jetzt nicht so krass bedeutend von außen aus. Also so krass unterschiedlich, wie rum man es dreht. Ich glaube, wir sind im Geschäft. Ja. Vorsicht! Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Vielleicht eine Sackgasse. Warte. Es sieht aus, als könnte es hier weitergehen. Oh nein. Oh Mist. Was ist das denn? Sally, los, raus da. Was? Das ist eine Falle! Sullivan, alles okay? Sully! Ja, ja, bestens. Alles noch dran. Unkraut vergeht nicht. Na dann, geh besser in die Bibliothek. Wir müssen irgendwie anders hier rausfinden. Jetzt geht es nur noch nach vorne. Ja. Kapitel 16. Das Schatzlager. Na dann. Aber jetzt haben wir wieder Elena dabei. Das ist doch auch schön. Wir sind nicht alleine. Wir wetten hier unten sind Feinde. Die uns gleich anschießen. 100 pro. Was ist das hier? Ein echt gutes Versteck für den verdammten Schatz ist das. Oh, ja, ich sehe schon Fallen auf uns zukommen. Sollen wir lang gehen? Ist das ein Rätsel? Haben wir ein Rätsel? Rätsel, ja. Warte mal. Ja, Rätsel. Sogar zwei Rätsel ineinander. Da stehen auch römische Zahlen. Das muss etwas bedeuten. 2, 5 und 7. Okay. Hier sind noch so Symbole auf dem Boden. Ich bleib hier und halte Ausschau. Du kriegst raus, wie wir da rüberkommen. Jo. Hier ist so ein Fädchen in der Mitte, aber da können wir nichts mit machen. Noch mehr Buchstaben, noch mehr. Da ist die 5. Aber was heißt denn das? Ist ja gut. Ach so, das sind Wegweiser auf dem Boden. Ja, dann gehen wir erstmal zu der 5, ne? Zu 2 wäre wahrscheinlich besser, aber nehmen wir die 5 erstmal. Da geht's zur 4. Da geht's zur 1. Da ist die 5. Muss für irgendwas gut sein. Na dann. Das ist die 2. Oh. Aber egal. Ist trotzdem richtig. Es tut sich was. Nate, warst du das? Hier unten bewegt sich plötzlich etwas. Ach du Heiliger. Na herzlich. Achso, ich dachte schon, wir müssen jetzt hier, während sich das dreht, daran anspringen, aber alles gut. Okay, wir haben auch so die 2 angemacht statt der 5, aber das ist auch ganz gut so, weil die ist trotzdem richtig. Das ist ja 2, 5 und 7. Also alles okay. Aber wo genau kommen wir jetzt zu 5? So, kann ich die lesen? Da stand doch hier unten gerade. Für 5 nach oben, oder nicht? Ja, da steht 5 nach oben.
Okay, dann gehe ich da mal lang. Und wer jetzt, wo jetzt hin? Da. Da ist die 5. Das war sehr knapp. Holy shit, war das knapp. Damit habe ich nicht gerechnet. Alter, tu das doch nicht. Wieso geht denn die 2 dahin? Die 2 habe ich gerade aktiviert. Sally, hörst du mich? Verdammt, nichts. Okay. Ist aber cool hier. Und ich mag das ein bisschen. So ein bisschen rätseln und klettern gleichzeitig. Da unten ist ein Schatz. Was ist das für eine Zahl? Sechs. Okay. Ja, da möchte ich nicht rüber. 3. Wo ist denn die scheiß 5? Die soll doch hier irgendwo sein. Da ist schon noch 5 hier lang. Ja, genau, okay. 5 hier lang, gut. Das ist doch schon mal schön. Jetzt weiß ich allerdings nicht weiter. Ich folge meinen tödlichen Fallen, ne? Das dürfte wahrscheinlich ganz gut sein. Kleines Fräckchen zwischendurch. Komme ich da dran, ohne zu sterben? Ich habe nicht damit gerechnet, dass er direkt hochklettert. Oh, du bist so ein Trottel. Okay, das speichert wenigstens nach jedem Wasserrad, was man aktiviert. Oh, geht ja einfach da hoch, ey, du Bob. Mann, Nate. Oh, ich brauche keinen Tipp. Ich kann nichts dafür, dass Nate so dumm ist. Mann. Ich dachte, er hängt sich halt da dran, damit ich halt unten an der Ecke hängen bleiben kann. Und dann kann ich halt hochgehen dann, aber nö. Nate dachte sich so, ciao, die Welt. Och, bitte. Das war ja wohl sowas von nicht mehr getroffen. Ich will einfach nur da hoch. So. Sehr schön. Dann hier runter, Hilfe. Kann man aber kurz jemand sagen, wie zum Teufel man da hochkommen soll? Ich meine, wenn er da sofort hochklettert, schafft es ja niemals in der Zeit, dass er da hochklettert und gleichzeitig auch noch darüber spart. Das kannst du ja vergessen. Ich versuche trotzdem eine Sache. Ich sterbe wahrscheinlich jetzt nochmal, aber egal. Ging. Alles entspannt. Ob ich hier sein sollte, ich weiß es nicht. Aber ich renne trotzdem rum. Ich weiß nicht, wo ich bin. 2, okay. Und 1. Das bringt mir ziemlich wenig, weil bei der 2 war ich schon. Was geht denn da oben ab? 5. Das sieht gut aus.
Und das sieht nach der Hölle aus. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Oh nein. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Ich speichere trotzdem mal. Vielleicht hilft das ja. Zudem kann ich auch gleich mal hier einen Cut machen eigentlich. Für diesen Part von Drake, beziehungsweise von Uncharted 1, Drakes Schicksal. Und ich sage dann bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Sag ich ciao.